Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Ich habe mal wieder eine Perle der Simulatorenwelt für euch ausgegraben und habe sie mir direkt gekauft und installiert. Es handelt sich um ein Early Access Build vom Center Station Simulator. Leute, ihr werdet sprachlos sein. Ich kann euch so viel schon mal sagen, ihr werdet sprachlos sein. Ja, man glaubt kaum, das soll in Unreal Engine 5 sein. Aber erstmal klingelt es an der Tür, ich mache euch ein bisschen Musik an und ich würde sagen, wir sind hier in unserer Bude aufgewacht und ja, können uns ein bisschen umsehen, können aber auch nicht viel machen. Ich habe das Ganze sicherheitshalber schon mal ein bisschen angetestet, dass ich nicht ganz so auf dem Holzweg unterwegs bin und euch hier erstmal so die ersten Eindrücke zeigen kann und ihr schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich kann euch sagen, ist eine wilde Nummer heute wieder. Gut. Wir haben hier vorne ein kleines Hinweisschild, eine Box, mit der rechten Maustaste können wir das, die Sachen dort rausholen. Wir haben kein Inventar, ne? Wir haben hier einen Brief für meinen Enkel. Mein Enkel, wenn Sie diesen Brief erhalten, bedeutet das, dass es für mich an der Zeit ist, in Ruhestand zu gehen. Du warst schon immer sehr erfinderisch und kreativ. Ihr Einfallsreichtum beim Bau futuristischer Maschinen wird Ihnen in der Zukunft helfen. Ich übergebe mein größtes Projekt, ein Supermarkt namens Center Station. Dieser liegt mitten in der Wüste. Sie müssen alles, was Sie verkaufen möchten, selbst produzieren. Und genau darum geht es hier. Wir machen den Supermarkt, wir übernehmen den Supermarkt, müssen alles selber produzieren. Lieferwagen dürfen durch die Wüste nicht durchqueren. Fahrzeuge passieren sie jedoch regelmäßig. Ich lasse Sie die Geheimnisse dieses Gebäudes entdecken. Großvater, der dich sehr liebt. Ich füge das offizielle Dokument und die Schlüssel bei. Super, das können wir erstmal hier ablegen. Dann haben wir hier noch so ein Zertifikat der Proprietary Center Station Simulator. Super. Und wir haben hier einen Schlüssel. Und ihr werdet es kaum glauben, auch den werden wir nicht brauchen. Wir können das alles hier auf den Boden schmeißen und liegen lassen. Ich glaube, auch in dieser Wohnung werden wir nie wieder auftauchen. Ich bin mir nicht sicher. Achso, hier lang. So, dann gehen wir einmal zum Fahrstuhl und fahren mal raus. Wie gesagt, das ist eine Early Access. Trotzdem muss man das Spiel, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das gerade aktuell Geld kostet. Ich dachte, dass er irgendwas um 12 Euro kostet oder so. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Würde ich an eurer Stelle jetzt auch erstmal noch sparen und erstmal gucken, was die Entwickler hier noch machen und was hier noch Schönes kommt. Erinnert so für den ersten Eindruck erstmal so ein bisschen an, sind wir ehrlich, Pumping Station. Und man muss dazu sagen, Pumping Station war am Anfang richtig schlecht und war danach richtig gut. Vielleicht kommt ja hier auch die große Erlösung oder Überraschung. So, hier haben wir einen Parkplatz, den wir übrigens asphaltieren können. Wir sollen aber erstmal zur Tür gehen. Hier haben wir noch eine kleine Roadmap, was alles noch so kommen soll jetzt die nächste Zeit, was alles in Progress ist. Verschiedenste Artikel, Farben, was später noch kommen soll. Tankstelle, Autowaschanlage, was auch immer hier, Werkstatt, keine Ahnung, was die hier alles noch vorhaben. Sieht auf jeden Fall, also ich weiß auch nicht, in welche Richtung das hier am Ende mal gehen wird. Ich werde für euch dranbleiben und werden wir das Ganze mal anschauen. Und ja, das ist erstmal unser Supermarkt. Da sollen wir die Tür mit der Taste E öffnen, die natürlich aber auch schon automatisch aufgeht. So, jetzt sollen wir den Strom einschalten. Und im Falle eines Stromausfalls können wir da auch die Stromversorgung neu starten. So, hier ist erstmal der Strom. 10 Watt ist, glaube ich, unser aktueller Verbrauch. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und um unseren Stromverbrauch aber in der Wüste ein bisschen zu verbessern, sollen wir natürlich Solarpanels installieren. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir sollen Solarpanels installieren. So, das heißt, wir schmeißen hier unser Solarpanel-Paket erstmal hin. Bevor wir Solarpanels aber installieren können, brauchen wir hier erstmal ein bisschen Öl, Teer, Mischung, irgendwas. Wir haben hier auch eine Ölpumpe. Wir haben hier irgend so eine kleine Raffinerie. Wir haben da hinten eine Mine. Wild. Ich sag's euch, wild. So, jetzt haben wir hier den kleinen Platz asphaltiert. Und jetzt können wir das hier aufbauen, sozusagen. Können die Solarpanels hier installieren. Hier mit dem Kabel auch noch verbinden. So, dann sollte das eigentlich alles verbunden sein und sollte unserem Supermarkt Strom liefern. Wunderschöne Sonne, muss man sagen. Wunderschöner blauer Himmel, da kann man echt nicht schimpfen. So, dann können wir hier noch eine weitere Sache asphaltieren, einen weiteren Bereich und stimmt, Stromversorgung, Solarpanels verschmutzen. Das heißt, wir holen unseren Besen raus und putzen die erstmal eine Runde hier, die Kollegen. Ist auch wirklich visuell wieder mal 1 plus mit Sternchen dargestellt. Das ist wirklich immer wieder ein Traum. Ja, ich liebe. Deswegen bin ich, Leute, deswegen bin ich im Simulatorenbereich. Deswegen mache ich auf meinem Kanal McManus
die neuesten Simulatoren für euch, weiß es immer wieder. Es ist immer wieder verblüffend. Was willst du mit diesen neuen AAA-Titeln? Weißt du, wie bezahlst 60, 70 Euro fürs Spiel, hast eine richtig geile Grafik, hast stundenlang Spielspaß und so weiter und so fort. Brauch alles keine Sau, wenn du sowas Geiles hier kriegen kannst. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Simulatoren, das Beste. Ahu-Simulatoren. Man hat ja so gedacht, ich mache das ja schon länger, ne? Muss man ja auch dazu sagen. YouTube-Kanal ist ja auch schon 10 Jahre alt. Und seitdem bin ich auch im Simulatorenbereich für euch da. Und man denkt ja auch immer, es muss ja auch mal besser werden. Aber manchmal kommen dann eben solche Spiele hier. Gut, ich würde aber trotzdem sagen, ich will das Ganze jetzt nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, dass das tatsächlich ziemlich cool und witzig werden könnte. Deswegen lasst uns das mal wirklich zu Ende anschauen. Gut, gehen Sie in den Keller. Der ist hier. Mit der Taste W können wir in ein Bildmenü gehen. Dort sollen wir einen kleinen Pflanzer bauen. Das machen wir mal. So, hier haben wir verschiedene Sachen, die wir bauen können. Verschiedene Lagermöglichkeiten. Verschiedene Sachen zur Essenherstellung. Dosenfüller, Mühle. Das können wir aber alles noch nicht machen. Das ist noch nicht so ready. Komposter können wir bauen. Kleinen Pflanzer können wir bauen. Eine Holzgießerei. Aber wahrscheinlich, weil sie mit Holz betrieben wird. Ein Rohrofen, eine Raffinerie und so weiter und so fort. Und hier können wir noch eine Säge bauen, einen Brecher, eine Werkbank. Naja, einen Zugangspunkt Wasser, Erzzugangspunkt, was auch immer das alles. Niedriger Motor für Elektrizität und so weiter und so fort. Gut, wir sollen aber erstmal einen kleinen Pflanzer bauen. Würde ich sagen, bauen wir den mal. Oh, hier Extension. Soil, Zement. Okay, was auch immer das heißen mag. Bauen wir den erstmal hier drüben hin. So, und dann sollen wir hier dieses Plantagen-Kit nehmen. Da ist nämlich, sind nämlich alle Bauteile drin, die wir brauchen, um das Ganze hier zu befüllen. So, wichtig ist aber jetzt, brauchen wir Wasser. Natürlich, dass der Baum wachsen kann, muss er gewässert werden. Das heißt, hier diese Pumpe ist aktuell noch ausgeschaltet. Die müssen wir hier über das Display einmal starten. Die können wir sozusagen auch noch erweitern. Kleiner Pflanzer mal 1, Wasserfläche mal 5. Können wir noch verbessern das Ganze? Ja, müssen wir mal schauen. So, Pumpe läuft. Jetzt schnappen wir uns einfach unseren Eimer und gehen hier ran. An diesen kleinen blauen Wassertank und füllen den erstmal mit Wasser. Upsala. Ich bin ja aber, ich sag mal so, ich habe da Bock drauf und bin gehypt, weil dieses Konzept, dass man einen Supermarkt eröffnet oder übernimmt und seine Produkte alle selber herstellen muss, finde ich geil. Bin ich aber auch sehr gespannt, wie die das Ganze umsetzen. So, jetzt müssen wir Baumsamen nehmen. Die lehnen hier an der Wand. Zap, zap, rap. Und können den einmal hier reinpflanzen. So, jetzt sollen wir in die Mine gehen. Drehen Sie die Mine bei im hinteren Teil des Supermarktes. Nehmen Sie die Spitzhacke heraus. Klicken Sie zweimal mit der linken Maustaste, um einen Stein zu extrahieren. Wiederholen Sie den Vorgang 10-mal. Ja, aktuell haben wir leider noch 0 Euro auf dem Konto. Spitzhacke einmal rausnehmen. So, und jetzt brauchen wir erstmal 10 Steine, Leute. Jetzt müssen wir erstmal 10 Steine kloppen und dann müssen wir mal gucken, was wir damit machen, weil viel weiter habe ich hier auch noch nicht reingeschaut. Ich dachte mir nur so, nee, das kannst du deiner Community nicht vorenthalten. Das musst du zeigen, das Spiel. Das ist einfach zu gut. So, wie viele haben wir denn schon? Ich glaube, wir haben schon. Oh, wir haben schon 6 Steine. Oh, guck mal, die sehen sogar alle anders aus. Ja, das ist ja witzig. Oh, guck mal, ein blauer. Richtig schick gemacht. Hier wieder ein schwarzer. Da bin ich mal gespannt, ob die alle dasselbe haben. 2, 4, 6, 8, 9. Und noch zweimal. So, jetzt haben wir aber eigentlich 10. 2, 4, 6, 8, 10. Komm, da machen wir mal rein. Irgendwie geht es mit unserem Lernprogramm gerade nicht weiter. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, das Lernprogramm hat sich gerade verabschiedet. Vielleicht muss ich noch ein paar andere Steine klopfen. Oh, guck mal hier. Mine benutzen in den Teil der Mine. Spitzhacke raus und klicken Sie mit der linken Maustaste. Stein zu extrahieren. Vielleicht brauchen wir aber auch hier diese Steine. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann klopfen wir mal da noch ein paar Stück ab. Weil das scheint ja doch was anderes zu sein. 2, 4, 6. Ja, das sind Steine. Das andere ist ein Erz, glaube ich. Okay, wir haben einmal Steine, einmal Erz. Wieder was gelernt. 2, 4, 6, 8, 9. Jetzt wird's spannend. Ja. Benutzen Sie die Taste E, um die Steine aufzuheben. Halten Sie den Stein in der Hand, ziehen Sie mit der Taste E auf die Truhe mit den einzelnen Gegenständen. Okay, dann können wir die hier reintun. Und jetzt? 2 Stück. Drücken mit den einzelnen Gegenständen, um sie zu füllen.
Jetzt geht das aber nicht mehr. Eisen? Nee, Felsen. Ruhe mit den einzelnen Gegenständen, um sie zu füllen, wiederholen sie den Vorgang 10-mal. Und jetzt? Hallo, ich würde das gerne hier... Was denn für eine Truhe? Das Kupfererz hier, guck mal. Das ist Kupfererz, das ist ja cool. Kohle, Eisenerz, Golderz, das sind tatsächlich verschiedene Sachen. Das ist ja witzig. Kobalterz, na jetzt wird es aber richtig wild. Kommt mir ein bisschen vor wie hier, keine Ahnung, Mining-Simulator. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier reintun soll. Ich habe jetzt 2 Stück da reingetan. Ich weiß auch nicht, was das für ein Teil ist, was ich damit machen soll. Das scheint eine Truhe zu sein, aber irgendwie... kann ich da jetzt nichts mehr reinschmeißen? Okay, Moment, ich überprüfe das mal schnell. Eine Sekunde. Okay, Leute, ich habe den Fehler gefunden. Lag natürlich wieder mal an mir. Das sind auch 2 verschiedene Sachen. Das ist nämlich einmal Ton und einmal Stein. Und wir brauchen Stein 10 Stück. Und ich habe versucht, da Ton mit reinzutun. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. So 7 Stück haben wir drin. Das heißt, wir... Oha, was war das denn? Das heißt, wir müssen nochmal 3 Steine hier rauskloppen. In der Hoffnung, dass auch Steine rauskommen und kein Ton. Ah, da kam wieder ein Ton. So. Wieder Ton. Sag mal, jetzt gib mir doch mal ein paar Steine hier. Was soll denn? Sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich brauche Stein, Kollege. Da kam wieder einer. Noch einen, los. Gib mir noch einen. Ja, dankeschön. So. Zap. Zap. Und zack, zack. So, jetzt nehmen wir das Ding mit. Gehen den Keller mit der B-Taste, öffnen das Bildmenü und bauen eine Gießerei. Okay. Gut, jetzt sollen wir als nächstes schon mal eine Gießerei bauen. Oh, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Zack, zack. Einmal in den Keller rein. So, dann schmeißen wir das gute Stück einmal hier rein. Öffnen das Baumenü und holen uns erstmal eine Holzgießerei, würde ich sagen. Die können wir ja erstmal hier hinstellen. Und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die... Ach so, hier können wir die Steine wieder rausholen. Guck mal. Ich glaube, man kann 20 Gegenstände tatsächlich damit transportieren. So, die Holzgießerei braucht Steine. Das ist natürlich, also was ich ganz geil finde, ist eigentlich auch, dass man die Maschinen selber herstellen muss. Also das finde ich, ist schon eine witzige Sache. So, dann bauen wir die einmal. Rambazamba. Und dann hoffe ich, können wir die schon in Betrieb nehmen. Zack. Gehen Sie zur Rückseite des Supermarktes, drehen Sie der Mine bei und benutzen Sie die Taste 3, um die Spitzhacke rauszunehmen. Klicken Sie 2-mal an der linken Maustaste, um Eisenerz zu extrahieren. Gut, wir brauchen Eisenerz. Ah, so, wunderbar. Ich weiß auch nicht, wir brauchen eigentlich, ob wir noch Holz und sowas brauchen, aber in der Wüste stehen ja nun auch keine Bäume, ne? So, guck mal. Ich werde das mal noch schnell machen hier, dass das da oben weitergeht in dem Lernprogramm, weil ich habe ja hier schon drauf rumgekloppt. Ich muss das, um Eisenerz zu extrahieren. Jetzt müssen wir aber gucken, dass hier Eisenerz irgendwann rauskommt. In der Hoffnung. Eigentlich haben wir schon welches, ne? Das war keins. Das war aber welches. Okay. Jetzt kann ich ja eigentlich... Ach, das ist Aluminium. Oha. Aluminium gibt es auch noch. Eisenerz ist... Das ist Kupfer? Eisenerz, das ist der Kollege hier. So, warte mal, da müssen wir mal noch weiter abbauen. Ich glaube, Eisenerz haben wir jetzt... kam das jetzt... Nee, irgendwie, oder? Mann, jetzt gib mir doch mal Eisenerz. Das ist doch Eisenerz hier, oder bin ich blöd? Ah nee, das ist wieder Kupfer. Das ist Eisenerz. Warte mal, ich pack mal das ganze Eisenerz jetzt hier rein. Da wäre echt nicht viel rausgekriegt bis jetzt, oder? Das war's. Warte mal, dann klopfe ich mal da oben drauf. Mal gucken, ob hier noch ein bisschen Eisenerz rauskommt. Nee, das war auch Kobalt. Da! Eisenerz! Jetzt hat es funktioniert. So, dann nehmen wir die mal mit. Verwenden Sie das eben als Ausdruck, benutzt Sie Eisenerz in der Hand und Taste E in der Gießerei. Ja, gut, das sollen wir jetzt in die Gießerei schaffen. Ja, dann laufen wir wieder zurück, würde ich sagen. Laufen wir wieder zurück, schmelzen das Ganze ein, in der Hoffnung, dass wir ein paar schöne, nette Bannen rauskriegen und, die dann auch für was auch immer benutzen können. Ich weiß da nicht so richtig, was das Ganze mit unserem Supermarkt zu tun hat. Gehe zum Pflanzer, benutze die Taste E, um Baum zu ernten. Ach, das ist unser Baum? Ach, lol. Baumstamm E mit Holz der Gießerei hinzuzufügen. Ach, ja, moin. Jetzt wird's verrückt. Was haben wir denn jetzt hier rausgekriegt?
Oh, einen neuen Samenbeutel. Das ist ja cool. Man kriegt immer einen neuen Samen raus. Okay, pass auf, Leute. Wir müssen definitiv mehr davon bauen. Wir brauchen Holz. Pflanzer. So. Dann, warte, das Ding erstmal hier hin. Dann bauen wir uns ja erstmal eine Armada von Pflanzern. Und noch ein. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. So, wir haben ja, ein paar haben wir ja. Oh, oh. So. Ich hoffe, ich greife hier noch nicht vor. Gut, wann benutze ich das, wenn sie auf Eisenbahn ziehst, um ihn zu nehmen? Okay. Hier. Warten. Nutze die E-Taste auf den Eisenbahn. Ich glaube, es ist noch nicht ganz geschmolzen hier. Nee, das wird immer kleiner. Guck mal, das wird immer kleiner und ich glaube, das hier wird immer mehr. Und irgendwann sollte der Eisenbahn fertig sein. Komm, dann bauen wir noch so ein paar Pflanzer hier. Die sind, glaube ich, wichtig. Die werden wir brauchen. Wir brauchen Bäume. Wir brauchen Holz. Ich hoffe, ich überspringe dich schon wieder das Tutorial. Weil manchmal wissen die Spiele nämlich immer nicht, wie es dann weitergeht, wenn du das nicht ausführst. Und wenn du das schon übersprungen hast. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Aber ich habe eine böse Vorahnung. Mache ich wieder alles doppelt. Man muss ja auch, warte mal, man kann jetzt sich ja auch eine Wasserentnahmestelle bauen. Das müssen wir auf jeden Fall machen, weil da müssen wir nicht immer hier rausrennen. Und ich bin mal gespannt, für was das Teil hier noch gut ist. Das wird, glaube ich, auch eine spannende Sache. Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Eisenbahn. So. Bauen wir erstmal nochmal zweimal hier Holz. Bäumchen. So. Einmal gießen. Man müsste die wahrscheinlich auch nur einmal gießen, dann hält das erstmal eine ganze Ecke. Und die wachsen auch relativ schnell. Oh, da ist unsere Eisenbahn. Sehr geil. Der ist heiß, Leute. Ganz ehrlich, ich habe den hier gerade frisch rausgenommen. Der ist heiß. So, rein da mit dir. Verwenden Sie Taste B, um ein Bildmenü zu öffnen und baue eine Werkbank. Okay. Eine Maschine, Wasserflasche, Werkbank. Werkbank. So. Wo bauen wir die denn hin? Boah, scheiße, ich weiß gar nicht so richtig. Warte mal, wo baue ich die denn hin? Hätte ich eigentlich Bock, die hier hin zu bauen? Hier ist ein Fahrstuhl. Komm, dann bauen wir die hier hin. So. Werkbank. Was brauchen wir denn dafür? Warte mal, das sehen wir ja dann wahrscheinlich hier. Wir brauchen 2 Eisenbahnen und 6 Holzscheide. 2 Eisenbahnen und 6 Holzscheide. Gut, dass ich schon mal einen nachgelegt habe. Okay. Dann können wir den wahrscheinlich schon mal dort reinmachen. Ach ja, sehr gut. Und wenn wir noch Holz brauchen, dann sage ich euch, wie es ist. Dann müssen wir definitiv hier auch noch mehr Pflanzer bauen. Wir brauchen Pflanzer. Und wir brauchen noch so eine Schmelze. So. Also, ich kann es euch nicht sagen, ne? Aber, also ich kann mir immer noch nicht glauben, dass wir hier eigene Sachen für unseren Supermarkt produzieren. Dass das hier ein Supermarktspiel ist. Also, ich bin mir irgendwie noch unsicher. Aber ich hoffe, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, Leute. Ich hoffe, dass ihr mir reichlich in die Kommentare schreibt, wie ihr das Ganze findet, ob ihr mehr sehen wollt, ob ihr das weiter erkunden sollen hier oder ob ihr sagt, ey du, lass mal gut sein, Manus. Aber ich glaube, ich hätte da schon Bock drauf auf noch ein paar Folgen, um ganz einfach auch mal zu schauen, was uns die Entwickler hier noch so antun. So, dann pflanzen wir doch ein paar Bäume und fertig ist das. Oh, wir brauchen auch nochmal, ist der schon fertig hier? Nee, der ist noch nicht fertig. So, jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt müssen wir warten. So, jetzt müssen wir warten, bis das hier fertig wird, bevor wir weiterbauen können. Komm, dann bauen wir hier noch einen hin, der steht zwar so ein bisschen rein in den Gang, aber was soll's. So, ein Sack Erde ist auch mit drin und dann holen wir uns noch einmal am Wasser und dann können wir noch den letzten Baum mit anpflanzen. Ich glaube, Holz ist hier ein wichtiger Punkt. Werden wir überall brauchen, zum Bauen und zum Herstellen, ganz, ganz wichtig. So. Okay, der Baum ist fertig, oder? Ist der fertig jetzt? Nee, ich glaube, der ist noch nicht fertig, oder? 3 Größen gibt es insgesamt. Warte mal. Wird der noch eins größer? Ach, guck mal, da hängen direkt die Lampen auch drüber. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Gut. Wachse. Wachse. Jetzt ist er nochmal gewachsen. Immer noch nicht fertig, die Sau. Oder? Nee, immer noch nicht fertig. Gut, ich lasse mal kurz wachsen. So, ich war schon mal fleißig, Leute. Hab mal hier die letzten Bäumchen noch wachsen lassen und hab schon mal einen zweiten Schmelzofen gebaut. Da habt ihr nochmal 2 Eisenbahnen hergestellt. So, theoretisch sollte hier jetzt nur noch, ja, ein Baumstamm fehlen. Sehr gut.
Benutze die E-Taste auf der Werkbank-Tablet, machen Sie die rotierende Klinge. Okay, da wollen wir mal die rotierende Klinge machen, Leute. Ach du heiliger Bimbam, was können wir denn hier alles her? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was bitte? 24 Volt Motor, elektronische Karte, rotierende Klinge herstellen. Eisenbahn zwei Stück. Oh, wie geil, dass ich einfach hier schon zwei Stück hergestellt habe. Ja, mega. Pass mal auf, das ist bestimmt für eine Säge oder sowas. Das ist natürlich eine feine Sache. Leute, was sollen wir denn hier alles herstellen? Das ist ja der absolute Wahnsinn, was man hier alles bauen kann. So, Moment. Dann haben wir jetzt die rotierende. Wenn Sie die Taste B, um Bildmenü zu öffnen, bauen, eine kleine Säge. Eine kleine Säge. Sehr gut. Ach, hallo. Hallo. So, pass mal auf, die stellen wir jetzt mal hier rein. Einfach mitten rein irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man die dann noch... Ich glaube, das kann man dann bestimmt noch umstellen. Hoffe ich zumindest. Ein Holzscheit, ein Hauptblock und eine rotierende Klinge. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist der Hauptblock? So, rotierende Klinge haben wir schon mal drin. Taste B ist Bildmenü zu öffnen, baue eine kleine Säge, fügen Sie die rotierende Messer, die Holzscheit, Hauptblock hinzu. Was ist denn der Hauptblock? Holzscheit? Holzscheit? Aber was ist denn bitte der Hauptblock? Oh, guck mal, haben wir hier zwei sogar raus? Oh, lol. Haben wir sogar mehr Samen rausbekommen, wie wir eigentlich... Oha! Das ist natürlich auch eine feine Sache. Gut. Bäume sind wichtig, die müssen wachsen. Was ist denn der Hauptblock? Ich weiß gar nicht, was ich hier für einen Hauptblock hinzufügen soll. Vier Holzscheide brauchen wir insgesamt. Upsala. Vier Holzscheide. Okay, dann müssen die jetzt erstmal wachsen. Vier Holzscheide, aber was ist der Hauptblock? Warte mal, hier. Elektrische Säge, Hauptblock. Acht Eisenbahnen, leck mich doch. Okay, Leute, acht Eisenbahnen, da wisst ihr, was los ist. Halleluja, acht Eisenbahnen. Das heißt, wir brauchen noch achtmal Eisen, müssen die alle schmelzen, brauchen achtmal Holz. Ja, okay, alles klar. Challenge accepted. Leute, wer nicht das Ganze hier macht, lasst mir gerne mal ein Däumchen da, ob ihr gerne in der nächsten Folge mehr sehen wollt. Da würde ich mal ein bisschen vorarbeiten hier, da würden wir uns das Ganze anschauen und dann können wir einfach mal schauen, was wir Schönes produzieren können. Es scheint ja doch relativ umfangreich zu sein, wenn ich sehe, was man hier alles herstellen muss. Ich hoffe, dass man das vielleicht früher oder später so ein bisschen automatisieren kann oder sich Maschinen bauen kann, die einem das Ganze erleichtern und man nicht mehr hier mit der Spitzhacke rumsteht. Das wäre nämlich eine ziemlich coole Sache eigentlich. Aber so auf den ersten Eindruck, ich glaube, es könnte ganz witzig werden. Deswegen lasst gerne das Däumchen da, schreibt mir in die Kommentare und ich bin erstmal raus. Bis dahin, ciao, ciao, euer Manus.